Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, dein Benno. Heute möchte ich kurz über etwas reden, was ich in den nächsten Wochen vorhabe, mit den Videos, mit diesem Kanal. Ich habe in den vergangenen anderthalb Jahren viel an Material gelesen, viel an Material gesehen, auch bei YouTube, was das Thema Brettspieldesign angeht, und ich habe festgestellt, dass irgendwie irgendetwas fehlt. Ja, in den meisten Videos wird darüber gesprochen, wie der Prozess eines Brettspieldesigns verläuft. Es gibt auch sehr viele Artikel zu dem Thema Kickstarter, wie man vermarktet und so weiter. Aber was ich nicht gefunden habe, was mir wirklich gefehlt hat, das sind ganz praktische Tipps, was ich tun kann, wenn ich mit einem Brettspieldesign nicht vorankomme. Und da konnten mir zwar einige Autoren helfen mit Ideen und so weiter, aber was ich vermisse, ist so eine Art System, eine Art Framework, was mir ganz systematisch dabei hilft, mein eigenes Brettspieldesign, an dem ich gerade sitze, weiterzuentwickeln. Ja, und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und bin auf eine Art Skalensystem gestoßen, also auf die Idee eines Skalensystems, was mit Charaktereigenschaften von Brettspielen zu tun hat und was diese Charaktereigenschaften in einzelnen Skalen anordnet. In den nächsten Wochen werde ich also nun einige Videos zu diesem Thema drehen. Ich werde in jedem Video auf eine Charaktereigenschaft eingehen, auf eine Skala. Und natürlich auch mit diesem Ansatz, den ich habe, diesem praktischen Ansatz, was kann ich tun, um diese Skala, also als Beispiel gebe ich dir einfach mal den Zufallseinfluss. Der Zufallseinfluss ist eine Skala. Wie kann ich den Zufallseinfluss in meinem Spiel weiter nach unten bringen oder wie kann ich den Zufallseinfluss erhöhen? Das eine oder das andere ist weder gut noch schlecht, sondern wie sich ein Spiel am Ende anfühlt, das hängt ganz bedeutend auch von der Spielerpersönlichkeit ab, die dieses Spiel spielt. Was für den einen Spaß macht, kann für den anderen überhaupt kein Spaß sein. Das ist auch eine der Restriktionen, die ich mir selber auferlegt habe für dieses Finden dieser unterschiedlichen Skalen der Charaktereigenschaften von Spielen. Es sollte keine Charaktereigenschaft sein, die einfach gut sein muss. Als Beispiel habe ich da die Usability, die Benutzbarkeit eines Spiels. Ein Spiel sollte von den Komponenten zum Beispiel her, man sollte gut mit den Komponenten umgehen können, gut spielen können, sie sollten den Spielfluss unterstützen. Das heißt, die Usability wäre in dem Fall keine Skala, sondern es wäre eine Eigenschaft, die per se ziemlich hoch anzusetzen ist. Das heißt, nochmal, die Skalen, die ich herausfinden werde und auch schon teilweise herausgefunden habe, sie können hoch oder niedrig sein, was aber nicht gleichzusetzen ist mit gut oder schlecht. So viel dazu. Ich hoffe, ich habe dich neugierig gemacht auf die nächsten Videos. Im allernächsten Video werde ich dann eingehen auf ein Thema, was ein Spiel hat und inwieweit das Spiel und die Mechaniken dieses Thema abbilden. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf dich. Und bis dahin viel Spaß beim Basteln. Dein Benno.